In diesem Video zeigen wir Ihnen, was beim Erstellen einer Signatureinladung alles möglich ist. Laden Sie zuerst das Dokument hoch, welches signiert werden soll. Wählen Sie nun mehrere Personen aus und die Beweiskraft, mit welcher diese signieren sollen. Aktivieren Sie "Ich signiere", falls auch Sie das Dokument signieren. Geben Sie jetzt die E-Mail aller Personen ein, die signieren sollen. Müssen die Eingeladenen in einer bestimmten Reihenfolge signieren? Dann aktivieren Sie diese Funktion und legen Sie so fest, wer nach wem signieren kann. Im nächsten Schritt können Sie bestimmen, ob in Ihrem Dokument visuelle Signaturen ersichtlich sein sollen. Das ist kein Muss, fügt Ihrem Dokument aber eine persönliche Note hinzu. Platzieren Sie die visuellen Signaturen per Drag and Drop dort, wo sie erscheinen sollen. Muss die visuelle Signatur einer Person auf mehreren Seiten ersichtlich sein? Dann setzen Sie diese ganz einfach überall dort, wo sie am Schluss zu sehen sein sollen. Im nächsten Schritt können Sie eine Nachricht und auch Betrachter hinzufügen. Um Betrachter zu sein, benötigt man ein Scribble-Konto. Betrachter können Dokumente ansehen, aber nicht signieren. Sie werden über Fortschritte informiert, beispielsweise wenn jemand das Dokument signiert hat oder die Signatur abgelehnt hat. Typische Betrachter sind beispielsweise Rechtsanwälte oder Assistenten der Geschäftsleitung. Wenn Sie selbst eine Einladung zum Signieren verschicken, müssen Sie sich nicht als Betrachter hinzufügen. Wir halten Sie sowieso auf dem Laufenden. Schauen wir uns nun die Anhänge an. Sie können Dokumente mit je maximal 15 MB hochladen. Das können beispielsweise Ihre Nutzungsbedingungen oder ein Bild sein. Jetzt ist alles bereit und Sie können Ihre Einladung versenden. Sie sehen nun nicht nur, dass Ihre Einladung erfolgreich versendet wurde, sondern auch die Reihenfolge, die Sie vorhin gewählt haben. Erst wenn Ben signiert hat, bekommt Paul die Einladung zum Signieren. Diese Logik geht so weiter, bis das Dokument von allen signiert wurde. Wenn Sie nun auf Anschauen klicken, sehen Sie das sehr gut auch im Dokument. In diesem Beispiel müsste Ben als erstes signieren, seine Signatur ist aber noch ausstehend. Deshalb können Sie das Dokument zwar anschauen, aber noch nicht selbst signieren. Das war's für heute. Wir hoffen, dass Ihnen das Video geholfen hat, über alle unsere Extras Bescheid zu wissen. Im nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit verschiedenen Einstellungen in Ihrem Scribble-Konto noch mehr Zeit beim Signieren sparen. Bis zum nächsten Mal.